Wer will nicht ein paar Kilo verlieren oder Zeit gewinnen? Das Handy weglegen für ein paar Stunden wenigstens am Wochenende. Manche schränken sich ganz bewusst ein und gehen da sehr spezielle Wege. Ein junges Paar etwa, das sich zwar liebt, aber lieber nicht das Bett miteinander teilt. Der Verzicht hat jedenfalls wieder Hochsaison. Mit dem Aschermittwoch hat für viele Christinnen und Christen die Fastenzeit begonnen, die vorösterliche Bußzeit als Vorbereitung auf das Fest der Auferstehung auf Ostern. Markus Maschalek und Dorit Musikant haben Menschen besucht, für die es ein Gewinn ist, weniger zu haben. Markus Obliser Dietrich kocht, gemeinsam mit einem Freund. Vor einigen Jahren hat er seine Ernährung komplett umgestellt. Meist isst er nur noch einmal pro Tag und verzichtet gänzlich auf raffinierten Zucker und Getreideprodukte. Reduktion heißt für mich persönlich halt, ich reduziere auf Wesentliches. Ich lasse eigentlich das, was ich nicht brauche, weg und habe dafür mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Mareike Sorneck und Stefan Reichelt sind seit einem Jahr ein Paar. Und auch sie verzichten auf Sex, ganz bewusst, bis zu ihrer Hochzeit. Verzicht für mich persönlich ist immer schwer, weil man ja auf etwas verzichtet, was einem wahrscheinlich Spaß macht, Freude macht, schön ist. Warum wir in den Verzicht trotzdem eingegangen sind und leben, ist, weil wir für uns merken, es tut uns gut oder es hat einen Mehrwert für uns. Und ganz konkret, wenn wir sagen, wir warten mit dem Sex bis zur Ehe, machen wir das nicht, weil wir Regeln so toll finden oder weil wir ein bisschen masochistisch veranlagt sind und uns das Leben schwer machen wollen, sondern weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir, wenn wir eine erfolgreiche und erfüllte Ehe leben wollen, wir uns auch darauf vorbereiten müssen. Ursula Herzl ist auf dem Weg in das Caritas Secondhand-Lager Carla in Wien-Margareten. Auf neue Produkte verzichten und ausrangierten Möbeln und Kleidungsstücken eine zweite Chance geben. Vieles einfach selber machen. Das ist zu ihrem Lebensmotto geworden. Mein Verzicht ist eigentlich in Wahrheit gar kein wirklicher Verzicht, sondern eine Entlastung. Ich habe mich reduziert aus. Ich habe mich befreit mit meiner Reduzierung. Da gibt es eine gewisse Sehnsucht in unserer Gesellschaft, sich innere Freiräume zu schaffen, weil die äußeren Güter einen fast ein bisschen nervös machen. Das kann man schon beobachten. Und es gibt ja auch das Wort Decluttering, das einige Menschen im aktiven Wortschatz haben, entrümpeln. Dinge loswerden, die einen eigentlich belasten, die Staub fangen, die Unordnung schaffen, um die ich mich kümmern muss. Also das Wort, das Besitz belastet, das setzt sich schon ein bisschen durch. Und ich glaube, gerade weil wir in einer Überschlussgesellschaft leben, erfahren viele Menschen, ich werde nicht glücklich, wenn ich mehr und mehr habe. Es geht wohl um ein Mehr an Sein, also um ein Mehr an Haben. Und dazu ist der bewusste Verzicht ein guter Einübungsweg. Als Werbesprecherin hat Ursula Herzl oft zu Konsum und Kauf animiert. Heute nimmt sie Aufträge dieser Art nicht mehr an. Sie widersetzt sich bewusst dem aus ihrer Sicht umweltzerstörenden Trend, immer das neueste, beste oder auch billigste Produkt zu kaufen. Im Doppelpack. Eins und eins gratis. Nur noch kurze Zeit. Wenn man sich dafür interessiert, wo die Dinge herkommen und wie sie produziert werden und was dranhängt, dass ich das im Kühlschrank oder im Kasten habe. Die Welt kann ich nicht verändern, aber ich kann nicht mitmachen, ganz einfach. Also wenn ich weiß, dass diese T-Shirts in Kinderarbeit produziert werden, dann ist der einzige Weg, dass nicht ein Stück mehr produziert wird, dass ich das einfach nicht kaufe. Du kennst das eh, oder? Du hast das schon nicht gezeigt. Was? Hast du nicht gezeigt? Na. Ein Bild von früher. Übergewicht und gesundheitliche Beschwerden waren der Anlass für den Verzicht. Markus Obliser Dietrich strich etwa Zucker- und Getreideprodukte. Bäckereien waren ab sofort tabu. Einschränkung als Bereicherung? Hinter diesem rein körperlichen Aspekt hat mich das Thema Reduktion ja wahnsinnig schnell auch auf mich reduziert und zu mir selber gebracht. Und meine Erkenntnis daraus war eigentlich, dass aus diesem ersten Schritt, nämlich einem gesunden Optimismus, dieses Zurückschauen einmal auf mich selber, eigentlich ein irrsinnig produktiver Altruismus erwachsen ist. Also, da habe ich erst verstanden, warum es wirklich heißt, du musst dich einmal lieben, um andere wirklich lieben zu können und um auch in sinnvoller Interaktion mit anderen zu stehen.
Mit der reduzierten Ernährung kamen auch andere Veränderungen. Ob-Lisa Dietrich quittierte seinen Job in der Immobilienbranche und verhilft heute Menschen durch Ernährungsumstellung zu einem besseren Körperbewusstsein. Der Körper, das ist so ein Bild aus der frühchristlichen Literatur, der Körper ist wie ein kleiner Vogel, der immer das Maul aufsperrt und so gefüttert werden möchte. Und je mehr du da hineingibst, desto größer wird der Schnabel aufgesperrt. Und die Idee dieser Körperbeherrschung ist die, setze den Körper nicht in die Machtposition, dass er über dich bestimmen kann. Und dieses berühmte Wort, nicht der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, deutet darauf hin, das kennen wir alle. In anderen Beziehungen zuvor haben Stefan Reichelt und Mareike Sornek Sexualität ausgelebt. Diesmal wollen sie es anders machen. Sexualität, auch im christlichen Sinn, so wie wir es verstehen, bedeutet Hingabe und Geschenk an den anderen. Das heißt, ich muss euch irgendwie lernen, dass es nicht um mich geht. Wie in der Selbstbefriedigung, wo ich, oder in der Sexualität, die ich auslebe, geht es immer um mich selbst. Und damit Sexualität in der Ehe gut funktionieren kann und eher erfüllt ist, ist aus meiner Sicht notwendig, dass man es eben auch lernt, auf den anderen zu schauen und das Sexualität als Geschenk wahrzunehmen. Und das ist nichts, was von selber kommt. Das muss man erarbeiten und lernen, und in dem Prozess sind wir gerade. Es gibt diesen Satz, der heißt, was bedeutet mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Und ich finde diesen Satz irgendwie auch ganz gut, weil das nämlich zum Ausdruck bringt, dass es eben auch so ein Geschenk ist, dass man sich dann auch in der Ehe schenkt und da eben erst miteinander schläft. Statt bequemer Hightech-Pflegeprodukte setzt Ursula Herzl auf selbstgemachte Waschmittel und Cremen. Ohne Mikroplastik und schädliche Zusatzstoffe. Es fühlt sich einfach für mich persönlich besser an, wenn ich mir die Dinge selber mache. In Wahrheit mache ich es, weil ich ein gutes Gewissen haben möchte mit dem, wie ich lebe. Und ich weiß, man kann die Welt nicht verändern. Man kann nur seine Umwelt verändern. Man kann, glaube ich, in der Gesellschaft beobachten, dass die traditionellen christlichen Fastengebote als Gebote an Wichtigkeit verlieren und dass gleichzeitig der Gedanke des maßvollen Verzichts und die Einsicht in den Sinn des Fastens zunimmt. Und das eine hat vielleicht auch mit schwindender Autorität von institutionalisierten Religionen zu tun und einer gewissen Idee von ein Gebot ist etwas, was von außen an mich herangetragen wird und es möge meine freiwillige Eigenentscheidung sein, und hat vielleicht auch etwas zu tun mit der Überflussgesellschaft, wo wir wissen, dass das Übersatte nicht satter macht, sondern hungriger macht.